Guten Morgen zusammen hier bei uns im Auto. Guten Morgen aus einem sehr regnerischen Eckernförde. Boah, es ist so ein bisschen uselig. Nicht ein bisschen, sondern sehr uselig. Aber ich sag mal, monatsangemessen. Wir haben den 4. November, ja. Es ist 10.55 Uhr und wir haben 10,5 Grad. Ich glaube, für November ist es immer noch zu warm, aber nicht uns. Ich stelle mir nach 2 Tagen in Eckernförde schon die Frage, was machen wir hier eigentlich? Ja. Wir werden ja auch angeschrieben und gefragt und warum und wieso und weshalb. Normalerweise macht man das doch andersrum. Ja. Den Winter auf Gran Canaria und den Sommer in Deutschland. Recht habt ihr. Das stimmt. Ist auch dumm gelaufen irgendwie. Aber warum sollen wir das machen, was alle machen? Ob wir das nächstes Jahr nochmal machen, steht zurzeit in den Sternen. Resümee ziehen wir am Ende der Reise. Wenn man bedenkt, wir haben jetzt, was haben wir, den 30. November, ne, 30. Oktober bin ich hier angekommen, 31. 1, 2, 3, 4. Wir sind jetzt, ich bin 6 Tage hier. Ich DOS. Und ich könnte schon wieder nach Gran Canaria. wir fahren jetzt zum Tischler, den Auftrag unterschreiben. Kennt ihr das auch, wenn ihr denn das Angebot bekommt? Und ihr guckt auf die erste Seite unten rechts, ne? Sagst du, geht ja. Super, Gott sei Dank. Geht ja. Aber dann kommt? So war es dann gestern auch. Ich denke, das ist ja doch ein bisschen Schnapper. Haben wir gedacht, ne? Aber es gab ja noch eine Seite 2. Ja, das war dann nicht so schön. Aber naja, aber muss ja gemacht werden. Nützt ja nichts. Wir wollen ja keine Gefängnistüren mehr haben. Nein. Und deswegen müssen wir jetzt mal den Auftrag hier unterschreiben. Und danach treffen wir unseren Sohn in Kiel. Ja, und um euch mal zu zeigen, was wir meinen mit husselig. Ich meine, das ist hell. Ja. Man kann es auch anders haben. Also husselig mit dunkel geht auch. Dies ist übrigens ein kleines Gewerbegebiet in Eckernförde. Viele Gewerke haben sich hier niedergelassen. Handwerksbetriebe. Ja, wie das so ist, ne? Man zieht aus dem Stadtzentrum heraus in so eine Siedlung. Ich glaube, es ist überall so mittlerweile. Ja. Es gibt nicht mehr den Elektriker um die Ecke oder in der Nachbarschaft. Also man muss schon in diese Gebiete fahren, ne? Aber es ist auch sehr merkwürdig, hier stehen auch manchmal Wohnhäuser. Also hier wird auch gewohnt. Also das ist das Allerletzte, was ich mir aussuchen würde, um hier zu wohnen. Ja, aber es ist vielleicht Gewerbe und Wohnen ist natürlich günstig zusammen häufig, ne? Ich weiß es nicht. Ich möchte hier nicht wohnen. Wir wohnen hier auch nicht. Wir sind auch gar keine Handwerker. So. Deshalb müssen wir ja zu Frank Marquardt. So, das ist der Tischler unseres Vertrauens und da gehen wir jetzt mal eben rein. Das kannst du alleine machen. So ist es. Also was ich ja immer sehr amüsant finde, ist die Handwerkersprache. Ich will euch kurz mal vorlesen, was wir jetzt genau bekommen bei uns in der Wohnung. Die Türen werden ausgetauscht, das sind 5 an der Zahl. Und zwar bekommen wir eine Prümentür, TBRS PK2, und zwar CPLWL 9016. Mit Röhrenspaneinlage Premium Kante 2 ist dabei, ne? In verschiedenen Maßen. So, und dann haben wir dabei die Drückergarnitur Griffwerk Rosettengarnitur Lucia in Edelstahl mit Clip-Technik. Matt gebürstet oder nicht? Nein, weiß es nicht. Stahlzagendichtung brauchen wir. Und dann haben wir in der Küche das Problem, dass wenn die Türen und die Schubladen zugemacht werden, dann ist es immer laut. Da sind also nicht so Dämpfer drin, die diese Schubladen automatisch zurückziehen. Deswegen gibt es noch eine Hettich-Möbeldämpfer in Zinndruckguss vernickelt. Dämpfwirkung ist stufenlos einstellbar. Oh, da freue ich mich aber, du. Ja, das ist jetzt die Sache. Jetzt ist das Problem. Wann kann das gemacht werden? Ja, wenn Material da ist, das ist das Problem. Handwerker sind wohl da oder Mitarbeiter hat er wohl, aber das Material ist immer im Moment die Engpassstelle. Darüber klagen ja alle Leute, ne? Ja. Also besonders Zimmerreihen und Tischlereien, kein Holz. Weiß ich nicht, ob besonders oder nicht besonders. Ja. Wenn du dich daran erinnerst, wir hatten mal eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die konnte nicht auf 5 Euro rausgeben. Ja. Aber der Bäcker hat die genommen. Weil er sonst niemanden findet. Das hat mit Material nichts zu tun. Nee, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, Personal ist eigentlich der Engpass. Also okay, ja. Stimmt. So, aber nochmal hier husselig. Es ist husselig,
Aber es geht viel, viel, viel schlimmer. Viel schlimmer. Und es war heute schon schlimmer. Also du zeigst schon für heute das gute Wetter, glaube ich. Wir haben hier mal einen Sommer erlebt, das werde ich nie vergessen. Da hatten wir den Himmel in allen Grauschattierungen. Und zwar 6 Wochen am Stück, glaube ich. Mal war der Himmel betongrau, am nächsten Tag war er stahlgrau. Mausgrau hatten wir auch. Mausgrau war auch, manchmal dunkelmausgrau. Also hellmausgrau war da eigentlich nie, er war immer dunkel. Betongrau. Graphit war auch schön. Graphit, Dunkelgraphit, Grau. Steingrau, ne? Steingrau. Ja, das sind hier die Sommer in Eckernförde in Schleswig-Holstein. Die sind halt unberechenbar. Der letzte Sommer, also dieses Jahr 2022, wurde uns berichtet, war ein granatenmäßiger Sommer. Bedeutet aber auch, es hat nicht geregnet. Und Regen ist ja immer, ist ja auch sehr wichtig, ne? Das sehen wir ja bei uns auf Gran Canaria. Irgendwas ist ja immer. Genau. 1,96, du Mann, Mann, Mann. Ja, wir fahren jetzt nach Kiel, wie gesagt, in die Landeshauptstadt. Und ich habe mir auch schon mal ein paar Punkte ausgesucht auf einer Webseite, wo dargestellt ist, wo man mit einer Drohne fliegen darf, beziehungsweise viel wichtiger ja ist, wo man mit der Drohne nicht fliegen darf. Und ich freue mich auf unseren Sohn, den treffen wir dann auch gleich, der studiert ja in Kiel. Genau. Ne? Ja. Und ich habe mir ein paar Punkte rausgesucht, wo wir auf jeden Fall mit der Drohne fliegen könnten. Vorausgesetzt ist aber, dass es nicht regnet, dass es nicht zu windig ist, dass wir niemanden stören oder gefährden im schlimmsten Fall. Ist ja auch vollkommen logisch. Daran werden wir uns auch halten. Klar. Ist ja klar. Aber im Moment verspricht das Wetter doch eigentlich eine gute Chance, die Drohne in die Luft zu bringen. Ja, so sehr regnerisch sieht es dann doch nicht aus. Und wer weiß, was uns in Kiel erwartet. Schauen wir mal, ne? Ja. Wir müssen nämlich ein Billy-Regal kaufen. Jo. Billy hat jeder irgendwie im Haus, ne? Ich glaube, jeder Haushalt hat einen Billy. Oder Malm. Jeder Haushalt hat einen Malm. Glaube ich. Ja. Und ich glaube, Billy kriege ich hin. Das kriege sogar ich hin. Weil bei Ikea ist es ja eigentlich immer so, wenn du das dann auspackst, meistens hast du das erste Teil in der Anleitung. Das weißt du denn nicht. Musst du das so rum oder so rum einbauen? Dann philosophierst du eine halbe Stunde über den Plan und fragst dich immer so rum oder so rum. Stefan, du kannst das. Und dann hast du irgendwann, musst du dich entscheiden. Und du entscheidest dich für so rum. 3 Stunden später, bei der Montage des letzten Teils, merkst du, dass das erste Teil hätte nicht so rum, sondern so rum eingebaut werden müssen. Alles wieder zurück. Aber bei Billy ist das, glaube ich, unkritisch. Aber sonst passiert das immer wieder. Dir. Mir. Die Drohnenstartwahrscheinlichkeit ist gerade Richtung Null gesunken. Ich möchte euch das mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das so deutlich sehen kann auf der Windschutzscheibe. Es ist feinster Sprühregen. Einer meiner Lieblingsregen. Mikrokleine Tropfen. Die gehen überall durch. Das ist immer so ein Regen, da braucht man eigentlich keinen Schirm, denkt man. Aber trotzdem ist man innerhalb kürzester Zeit klöternass, wie man bei uns so sagt. Ja. Woher kommt eigentlich klöternass? Das weiß ich nicht. Sprachforschung, Klöter. Was bedeutet Klöter? Ich weiß es nicht. Also momentan sieht es nicht gut aus. Aber das kann sich ja im Tagesverlauf durchaus noch ändern. Übrigens, wir haben einen Kommentar bekommen. Oder das heißt wir haben viele Kommentare bekommen dafür, dass wir jetzt wieder gemeinsam im Auto sitzen dürfen. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Aber einer der Kommentare hat mich doch ins Nachdenken gebracht. Ja, kann man sagen. Also ich hatte Rendsburg zum Beispiel nie auf dem Zettel. Was soll ich in Rendsburg? Warum sollten wir mit der Kamera nach Rendsburg fahren? Wüsstest du einen Grund? Ich finde, keiner will nach Rendsburg. Keiner will nach Rendsburg. Aber eine unserer Zuschauerinnen hat geschrieben, was es da alles gibt. Und wir wissen, dass es das alles gibt. Die Hochbrücke. Die Hochbrücke. Ja, stimmt jetzt. Die Schiffsbegrüßungsanlage. Ich weiß auch gar nicht, ob die in Rendsburg ist. Ich dachte, die wäre immer am Ende des Kanals. Die Nordart.
Das sowieso, super, aber auch die Schwebefähre, die war ja mal defekt, da ist nochmal irgendein Schiff gegengefahren. Ja. Also wir sollten auf jeden Fall auch nochmal nach Rendsburg fahren. Da gibt es tatsächlich Dinge, die auch sehenswert sind. Action. Action. Das wieder so ein Sonderpostenmarkt. So ein Sonderpostenmarkt. Aber Leute, apropos überhaupt einkaufen und dergleichen, wir sind ja bald in der Vorweihnachtszeit, haben noch nicht ganz Advent, aber was mich tatsächlich in diesem Jahr mega interessiert, rüstet ihr alle genauso auf wie jedes Jahr bei der ganzen Strompreisgeschichte, die so ansteht, und habt ihr alle einen Weihnachtsbaum und ist der echt oder künstlich? Lasst mich mal wissen, wie ihr so Weihnachten, vor Weihnachten dekoriert, aufrüstet oder abrüstet. Würde ich gerne, interessiert mich. Ja, mich nicht, aber ist egal. Schreibt das ruhig in die Kommentare. Ihr könnt auch mir mal schreiben. Wir sind jetzt hier auf der B76 Richtung Kiel. Und hier auf der rechten Seite ist eigentlich immer wild. Ja, eigentlich ist eine immer alles voll. Eine Riesenansammlung von Schwarzwild oder wie heißt das? Rotwild. Und das hätten wir auch gerne gezeigt. Aber da kommen wir bestimmt noch zu. Aber auf dem Rückweg sind die Kameraden dann vielleicht da. Weil die stehen dann immer tatsächlich in der Gruppe von 50 Tieren ja, dort die zusammen. Die grasen hier, ne? Ja. Und so dicht hier an der vielbefahrenen Bundesstraße, das scheint die überhaupt nicht zu stören. Ja. Wir fahren jetzt auf die Levensauer Hochbrücke zu und davon gibt es zwei. Und zwar einmal die alte Levensauer Hochbrücke und natürlich die neue Levensauer Hochbrücke. Die auch schon alt ist. Wobei die neue ist jetzt wie alt? 30 Jahre? Ja. 40 Jahre? Ja. Irgendwie sowas. Ja, das kommt ungefähr hin. So, und jetzt soll ja die alte Levensauer Hochbrücke, die soll abgerissen werden und neu aufgebaut werden. Kann man die von hier oben sehen? Ja, natürlich. Über die mag man ja kaum noch rüberfahren. Stimmt. Aber ich meine, die alte Levensauer Hochbrücke soll abgerissen werden und neu aufgebaut werden. Ja. Ne? Die haben doch auch schon diese... Irgendwelche Maßnahmen gibt es da schon. Die sind da schon dabei. Mhm. Genau, da ist so diese, ich weiß ja gar nicht, wie das heißt, so ein Sand... Lager, wo nachher die Brücke aufliegt. Das muss irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre liegen, damit das so verdichtet ist. Wir können gleich hier oben, wir sind ja gleich oben auf der Brücke, mal rechts rüber gucken. Also diese alte Brücke hat für mich so eine, hat für mich ja schon auch was Geschichtliches, ne? Weil die ja sehr schön von der Bauweise ist. Solche Brücken gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und ich meine, die Engländer haben damals im Zweiten Weltkrieg versucht, diese Brücke zu treffen und das ist denen nicht gelungen. Hier verläuft ja auch ein Gleis über die alte Levensauer Hochbrücke, also die Zugverbindung von Eckernförde nach Kiel verläuft auch über diese Brücke. Und damals hat man im Zweiten Weltkrieg diesen strategisch wichtigen Punkt versucht, das war unser Scheibenwischer, damals hat man versucht, diesen wichtigen strategischen Punkt zu treffen und zu zerstören und das ist denen, wie gesagt, nicht gelungen. Übrigens für alle, die das geografisch hier nicht so genau kennen, wir fahren über den Nord-Ostsee-Kanal und das ist die alte Brücke. Das ist die alte Brücke und die finde ich sehr hübsch. Ich glaube, du hältst es zu hoch. Aber schade, dass es die vielleicht bald nicht mehr gibt. Wirklich schade. Ja, und hier nochmal feinster Sprühregen. Aber kannst du dir vorstellen, dass die Brücke auch bleibt als Museumsbrücke? Oder heißt es wirklich, die wird abgerissen? Weißt du das? Ich meine, die wird abgerissen. Schade. Das wäre echtes Wahrzeichen. Wirklich sehr schade, ja. Und wir sind quasi schon in Kiel. Also von Eckernförde hierher fährt man 17 Minuten, sage ich mal, ne? Ja. Da sind auch Vororte hier, ja. Der Regen wird fieser. Mhm. Übrigens, die Scheibenwischer, warum machen die solche Geräusche? Weil dieses Auto jetzt ja fast 4 Jahre auf Gran Canaria unterwegs gewesen ist. Und schon nach einem Jahr haben die Scheibenwischer diese Geräusche gemacht, weil die Sonne,
die ist ja so aggressiv auf Gran Canaria, dass diese ganzen Weichmacher im Plastik dabei irgendwie draufgehen. Also die Scheibenwischer sind tatsächlich hin. Es gibt ja diese Seite fragmutti.de. Da gibt es so ganz viele Tipps, was macht man gegen quietschende Scheibenwischer. Und da habe ich mal ausprobiert, mit einer Kartoffel die Windschutzscheibe abreiben. Und das funktionierte tatsächlich. Nur wenn die Scheibenwischer hin sind, bringt das auch nichts mehr. Das heißt, wir werden auch noch mal hier zu Skoda fahren, um uns mal neue Scheibenwischer zu leisten. Gibt es die nicht auch im normalen Handel irgendwie? Ja, die sollen ja passen. Oh. Ich mache die Kamera aus, das ist ja furchtbar. So, wir sind nicht mehr alleine. Billy. Billy, 2,2 Meter groß, 80 cm breit. Als ich da vorstand, habe ich gedacht, das passt nie bei uns in dem kleinen Abstellraum. Wahrscheinlich habe ich mich vermessen. So, wir sind in Kiel am Hafen. Und hier fährt gerade die Color Magic nach Norwegen. Wahrscheinlich nach Oslo. Genau. Auch immer schön. Die fährt, glaube ich, alle 2 Tage oder irgendwie so. Ne? Eine Nacht ist, glaube ich, auf See. Morgen früh, glaube ich, in Oslo. Da hat man ein paar Stunden Aufenthalt. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Ja. Auch ein altes Fährschiff. Ihr seht die Passagiere da oben. Ist das ein Fährschiff? Nee, ist kein Fährschiff, entschuldige. Ein Kreuzfahrtschiff. Ist das tatsächlich nur ein Kreuzfahrer? Also ich gehe nie wieder auf eine Fähre. Ich glaube, es ist ein Fährschiff mit dem großen Bauch. Das glaube ich nicht. Das weiß das jemand? Mal wieder eine Frage hier. Weil da müsste ja vorne am Bug zu erkennen sein, dass man die Klappe aufmachen kann. Oder kann die nur hinten raus? Genau, hinten raus? Ich glaube, das ist die Fähre schon. Das kann man am Heck sehen, ob das eine Fähre ist oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube nicht, dass es eine Fähre ist. Was soll denn der ganze dicke Color Magic Bauch sonst sein? Ja, das sind Kabinen. So wie bei meinem Schiff auch. Nein. Ohne Fenster? Ja. Im Außenbereich? Im unteren Bereich ist ein Mannschaftsdecks. Aber wir werden das gleich einfach sehen. Wir werden das gleich sehen, aber guckt mal, viele Menschen fahren im November nicht nach Norwegen. Wobei unsere Tochter macht das ganz gern mal. Hat es, glaube ich, schon 2-mal gemacht und jetzt demnächst wieder. Weil da gibt es natürlich unglaubliche Angebote zu super Preisen. In Norwegen? Nein, Schiff. Auf dem Schiff? Ach so, die Reisen selber, mein Schiff. Die Reise an sich. Ja, aber Norwegen und dann November und dann auf dem Schiff und dann auf der Ostsee. Das ist ja genauso bekloppt wie wir, die mit dem Auto jetzt hier sind. Von Spanien, von Gran Canaria. Ah, ich glaube, es ist schon für viele, wenn man nicht so großes Portemonnaie hat, ist das auch ein Erlebnis. So, für mich ist das keine Fähre. Für mich immer noch. Und wie kommen die Autos da an Deck? Ja, du magst recht haben. Ich glaube, so eine Ladeklappe, das erkennt man. Ich glaube auch. Und durch das kleine Luke da hinten, unten im Heck, da kommt kein Auto rein. Meinst du nicht? Nee, vielleicht nicht. Nein, der tuckert. Der, das ist ja gerade mal so breit wie ein Auto, oder? Der tuckert den, wenn da gerade hinterher ist. Ja auch süß, ne? Das ist eine... Was ist denn? Ist das eine Barkasse? Düsternbrook. Das ist die Fähre, die rüber geht aufs Ostufer, oder? Die kleine hier. Naja. Ich glaube, wir haben im Moment gerade mal keine Ahnung. Wie immer. Gut. Aber auf jeden Fall sind wir hier unten am Hafen von Kiel. Mhm. Und dieser Hafen hat sich in den letzten Jahren zu einem Kreuzfahrthafen entwickelt, der sehr stark frequentiert wird in den letzten Jahren. Immer mehr Passagiere, immer mehr Anläufe durch AIDA und Mein Schiff und sogar die Queen Mary war hier. Also renommierte Reedereien steuern Kiel an und fahren dann auch gerne Richtung Osten. Ob das jetzt gerade während des Ukraine-Kriegs immer noch so ist, ob St. Petersburg angefahren wird, wage ich mal zu bezweifeln. Ich hatte hier mal das Glück, die neue Mein Schiff 1, also die ist jetzt ja auch schon 4-5 Jahre alt. Beim Erstanlauf hatte ich
das Glück, an Bord gehen zu dürfen als YouTuber und habe dort einen Rundgang gemacht auf der Mein Schiff 1 und war schon sehr beeindruckend. Kann man sich angucken. Kann man sich angucken. Genau. Ne? Ja. So, und diese Gegend hier unten am Hindenburg-Ufer hieß das früher, ne? Heißt das immer noch Düsternbrook so? Nennt man das auch, das ist die Wohngegend. Und der Stadtteil von Kiel. Und das Hindenburg-Ufer, heißt das immer noch Hindenburg-Ufer oder heißt das, wie heißt denn das jetzt mittlerweile? Also das ist auch schon Kiel-Linie heißt das hier unten. Das gesamte Hindenburg-Ufer? Ja. Also Hindenburg darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen, weil das war ja... Ich achte mal auf Straßenschilder. Aber hier unten, das ist die Kiel-Linie und gib mir mal bitte die Kamera. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so gut in Kameraführung. Aber es ist total witzig, weil neben uns fährt jetzt tatsächlich die Color Line. Die Color Magic, entschuldige. Color Magic, ich glaube von der Reederei Color Line. Genau. Ich glaube, du müsstest lauter sprechen, damit man dich überhaupt hört. Du quatschst ja auch ständig. Erzähl du doch was. Ja, wir sind also hier in der Landeshauptstadt Kiel und wir fahren jetzt gerade auch am Kieler Yachtclub vorbei auf der rechten Seite. Und unterhalb von uns, also unten rechts sozusagen, dort findet dann auch immer die Kieler Woche statt, unter anderem dort auf der Kiellinie. Das ist dann die Fressmeile, kann man sagen. Die kulinarische Meile, um das vornehmer auszudrücken. Wir sind gerade am Geomar-Institut vorbeigefahren. Das ist ein Institut für Meeresforschung, glaube ich, ne? Mhm, da ist weltbekannt. Da ist auch der berühmte Klimaforscher Mojib Latif, arbeitet für Geomar. Ja. So, jetzt haben wir die Color Line tatsächlich hinter uns gelassen. So, und jetzt zeigen wir die Wohngegend hier auf der linken Seite. 1A Wohngegend mit Blick auf die Kieler Förde. Ich meine, es gibt schönere Blicke aufs Wasser, weil man auf der anderen Seite auch direkt auf die Howaldwerke Deutsche Werft AG guckt. Ich finde das toll. Jetzt haben wir auf der rechten Seite haben wir den Landtag von Schleswig-Holstein, deren erster Chef, der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, jetzt in der zweiten Legislaturperiode sich bereits befindet, Daniel Günther aus Eckernförde, uns persönlich bekannt aus den Zeiten, wo wir gemeinsam Handball gespielt haben. Oder mal einen Kaffee getrunken haben. Ja. Der ist der... Der beliebteste Ministerpräsident Körbener. Deutschlands. Körbener? Nee, wie nennt man das? Körbener war da noch nicht. Wie nennt man das? Der ist sehr... Bürgernah. Bürgernah, wollte ich auch sagen. Ein bürgernaher Mensch und authentisch. Ja, absolut. Hier links oberhalb des Hanges, da ist der Niemandsweg. Kann man natürlich jetzt hier noch ein bisschen Wald sehen. Ist auch sehr bewaldet hier in der Gegend und wirklich und die, eine schöne Wohngegend. Die Gegend hier oben links, das ist wirklich, ja, da wohnt die Hot Volley, sagt man, glaube ich. Da mag man wohnen. Und ich glaube, mit dem Kieler Yachtclub habe ich mich gerade vertan, weil jetzt fahren wir, glaube ich, auf den Kieler Yachtclub zu. Ach, guck mal, die Kiellinie ist gesperrt. Hier darf man gar nicht mehr lang. Och, wir fahren ja einfach mal runter, oder? Lieferverkehr. Da ist Karl-Löwe-Weg frei. Also müssen wir hier abbiegen. Aber was sollen wir denn anliefern? Dann fahren wir nach Düsternbrook hoch. Was haben wir hier? Kennst du das? ZBW? Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Oh. Ja, und hier, wir fahren jetzt ja ein bisschen den Berg hoch, glaube ich. Hier stehen schon tolle Häuser. Hier sind schöne alte Hotels, das Kieler Kaufmann, ein Traditionshotel. Jetzt fährst du Karl-Löwe-Weg runter, der ist gesperrt. Da. Muss wieder rechts. Ui. Dann kann man ja wieder umdrehen. Das ist ja nicht so, dass wir... Guck mal, wie hübsch. Hat auch ein bisschen was von Hamburg, ne? Sind hanseatisch, sind solche Gebäude auch. Ja, hier unten ist gesperrt. Also Kiel hat ja das große Pech gehabt, im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden zu sein. Kann ich glaube ich sagen. Oder zu 80% zerstört worden. Und also man findet hier kaum alte Gebäude. Das ist alles erkennbar, dass das alles aus der Neuzeit ist. Ja, darum ist Kiel auch nicht wirklich hübsch. Es gibt wenig schöne Ecken, finden wir.
der Kieler an sich wird das natürlich nicht bestätigen und wird sagen, eieiei, mein Kiel. Ja, wie überall, ne? So, selbst die Leute, die aus H. kommen, sagen ja auch, in H. gibt es ja ganz, ganz viele schöne Ecken. Aber auch hier in Kiel muss ich sagen, viele schöne Ecken ist übertrieben. Jetzt fahren wir wieder runter an die Kiellinie und hier sieht man dann schon mehr die freie Ostsee. Dort hinten fängt die freie Ostsee an und auf der rechten Seite sieht man ihr nicht, weil das zu klein ist. Da sieht man das Ehrenmal von La Boe. Und hier ist die Seebar Düsternbrook. Hier wird im Sommer ins Wasser gehüpft. Hier kann man toll verweilen, in der Sonne sitzen, Getränk zu sich nehmen. Es wird geschwommen. Mai, November, zwei Menschen im Wasser. Schön. Und die Gorch Fock ist da. Das alte Segelschulschiff der Marine. Das Vorzeigeschiff mit Skandalen behaftet in den letzten Jahrzehnten. Hat auch immer in Kiel gelegen früher, ne? Ist der Heimathafen. Ja. Kiel ist der Heimathafen der Gorch Fock. Und wenn die Gorch Fock von einer Seereise zurückkam, ging sie in der Eckernförder Bucht vor Anker, also in Sichtweite des Strandes in Eckernförde, konnte man die Gorch Fock sehen. Und dort wurde die Gorch Fock dann sauber gemacht. Klar, Schiff. Aber richtig sauber gemacht, damit man sauber in den Heimathafen einlaufen kann. So ist also das. Wir waren quasi der Müllplatz der Gorch Fock in Eckernförde. Aber immer noch ein sehr, sehr schönes Schiff. Auch die ganzen Skandale haben nichts daran geändert, dass das immer noch ein schönes Segelschiff ist. Und hier lernen immer noch die Offiziersanwärter der deutschen Marine, wie man Knoten macht und wie man Segel setzt. Kadetten nennt man die, oder? Kadetten kann sein, ja. Ja, Kiels Marinehafen, so ist das. Der wird auch regelmäßig zur Kieler Woche von befreundeten Streitkräften besucht. Also da liegen hier auch mal Schiffe aus Portugal, aus Spanien, aus Italien. Aus Russland und Amerika sogar. Russland im Moment wahrscheinlich nicht. Nee, das war früher so. Ja. Und dann ist auch während der Kieler Woche schön anzusehen, die Soldaten in ihren verschiedenen Uniformen, wie sie durch die Stadt gehen und das ganze Stadtbild auch ein wenig beleben. Definitiv. Schönes Bild immer. Hier haben wir einen alten Bunker. Den Flandern-Bunker. Den kann man, glaube ich, besichtigen. Ist der Museum, ist da drin. Ja, es ist ein Museum. Mhm. Und die Sonne geht auf. Das war es auch erstmal so weit, oder? Ja, wir können noch mal, wenn wir bei der Schleuse sind in Holtenau, können wir uns noch mal melden. Okay. Aber hier sieht man ja mit den Olympischen Ringen an der, das ist glaube ich... Landesvermessungsamt, glaube ich. Irgendwie so ein Amt so. Ist das. Mhm. Kiel war ja mal Olympiastadt. 1972 sind hier die Olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen worden. Ja. Und es gibt auch das Olympische Segelzentrum noch in Kiel-Schilksee, das natürlich immer noch auch daran erinnert mit den Olympischen Ringen, dass hier mal die Olympiade stattgefunden hat. Ja, das war das Olympische Dorf in Schilksee. Ne? Ja, unglaublich, ne? 72, die Spiele von München. Wenn man sich mal verfährt, dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, warum man sich verfährt. Erste Möglichkeit, falsch ausgeschildert. Zweite Möglichkeit, der Fahrer war zu doof. Bei mir war es jetzt tatsächlich Möglichkeit 1. Falsch ausgeschildert. Wir fahren jetzt nicht zur Schleuse in Holtenau, sondern wir fahren jetzt den Weg wieder zurück, den wir auch gekommen sind. Die Schleuse müssen wir noch mal ein Special machen. Ein Spezial. Special. Ein Schleusen-Special. Können wir mal machen. Die Schleuse in Holtenau ist, finde ich, total interessant. Und da kann man auch wirklich gut gucken. Und das ist alles gut erklärt. Der Nord-Ostsee-Kanal, der fängt ja in Holtenau an oder wenn man so will, auf der anderen Seite an der Nordsee in Brunsbüttel und ist so 100 Kilometer lang ungefähr, so über den Daumen hinweg. Ne? Ja.
Und so Schleusenmanöver sich anzugucken, finde ich immer höchst interessant für Leute, die das nicht kennen. Das nicht kennen und nicht von der See kommen. Ja. Wenn so ein riesen Kreuzfahrtschiff in die Schleuse geht und dann geschleust wird, muss man mal gesehen haben. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Mit dem Kreuzfahrtschiff wird es aber eher nichts werden, weil die jetzt gerade mal nicht in der Nordsee rumschippern, sondern bei uns auf den Kanaren oder Karibik. Ja, oder Karibik. Ja. Aus dem Mittelmeer sind sie auch raus. Ja. Ja, die Drohnenstartwahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Aber guck mal, vielleicht könnt ihr das schöne Licht sehen. Ist doch schon wieder schön, ne? Ja, es könnte aber auch jeden Augenblick einen Schauer geben. Ja. Und stell dir bitte mal vor, die Drohne ist dann gerade in der Luft. Ja, unberechenbar das Wetter. Sollen wir das mal riskieren? Das entscheide ich nicht. Dass die Drohne nicht geschrottet wird, sondern einfach ertrunken ist? Das entscheide ich nicht. Mit der Drohne habe ich nichts zu tun. Wir können aber hier gleich nochmal über Land fahren. Das heißt, wir können nochmal im nächsten größeren Ort anhalten. Im Blick steht. Und nochmal was zum Abendessen einkaufen. Wir wollen heute Fisch essen, ne? Ja. Ja, okay. Also hier ist die Baustelle eingerichtet und das muss irgendwas mit der Brücke zu tun haben. Und ich habe auf der Hinfahrt schon überlegt, ob das wirklich so ist, dass die alte Lebenshauer-Hochbrücke abgerissen wird oder aber ob die neue einfach saniert wird. Das weiß ich im Moment tatsächlich gar nicht, weil, wie gesagt, hier ist eine Baustelle eingerichtet, direkt an der Brücke. Dass sie eine dritte Brücke bauen? Guck mal, wie schön das ist. Na, eine dritte Brücke sicherlich nicht. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück, dass das Rotwild sich gerade wieder versammelt hat in einer Gruppe. Und dann können wir vielleicht das Ganze mal von oben zeigen. Du meinst mit der Drohne? Sie. Aber da hinten sieht das nicht gut aus für die Drohne. Das seht ihr auch. Das sehe ich nämlich hier auch auf der Kamera. Der Himmel da hinten ist ja ganz schwarz. Es könnte da hinten sogar regnen. Aber es hat deine Drohne. Aber schön, der Kontrast. Dieses Steingrau. Na, guck mal, ist schon schön. Toller Himmel. So, hier wäre jetzt der richtige Ort gewesen, um die Drohne in die Luft zu bringen. Aber ich will euch das zeigen, warum wir es nicht tun. Sprühregen in Blick steht. Wir fahren jetzt über die ehemalige Bundesstraße 76, die im Zuge des Brückenneubaus dann ja auch verlegt wurde. Ist ja jetzt auch schon bald 40 Jahre alt, diese Straße, die ehemalige Bundesstraße 76. Sieht aus wie ein Trampelpfad. Ja. Aber hier gab das früher so eine Schinkenkarte. Oh, guck mal, hier enden hier über die Straße. War das nicht hier, wo hier Schinken gemacht wurde? Ja. Ja. Schinkenkarte Blick steht, war das. Ih, ist das eklig draußen. Boah. Ja, ich würde das bezeichnen als ultra husselig. Aber es geht schlimmer, ne? Ja, wir sitzen ja warm und trocken. Ja, draußen möchte ich jetzt allerdings nicht unterwegs sein. Gerade waren da ein paar Mütter und Väter, die ihre Kinder aus dem Kindergarten im Blick steht, abgeholt haben. Boah, und die sind aber mit hochgezogenen Schultern, dem Kopf zwischen den Ohren, sagt man, durch die Gegend gelaufen. Regen hat was Gemütliches, wenn man im Auto sitzt. Kopf zwischen den Ohren, was für ein Quatsch. Kopf zwischen die Schulter gezogen. Ja. Wir sind jetzt ultra mega mutig, sind jetzt in Eckernförde angekommen und wagen einen Spaziergang in der Hoffnung, dass das Wetter so toll bleibt, wie es jetzt hier in Eckernförde ist. Weil vor 10 Minuten
hat es noch gesprühregnet. Und jetzt habe ich die Sonnenbrille auf der Nase. Und ich habe sie zu Hause gelassen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich sie heute noch mal benötige. Aber schön ist es. Ich hätte sie mitnehmen müssen. Na, das ist schon ganz gut, dass nur ich sie aufhabe. Warum? Ja, hättest du sie jetzt auf der Nase, hätten wir Regen. Das stimmt, ja. Und wir gehen ohne Regenschirm los. Schlau, ne? Und wir kommen einfach Rossmann vorbei. Regenschirm kaufen können wir immer noch. Müssen wir wahrscheinlich sowieso noch mal. So, wir biegen jetzt hier ab und sind jetzt im Kurpark von Eckernförde. Zur Rechten haben wir unseren relativ neu gestalteten Minigolfplatz. Auch schon 10 Jahre her, glaube ich. Ja, der hat natürlich jetzt auch Wintersaison und alles ist geschlossen. Aber der ist sonst ganz schön zum Bespielen gewesen. Ich habe das ein oder andere Mal da gegen Stefan gewonnen. Du hast nie gewonnen, ne? Sie redet von Minigolf. Naja. So freut sich jeder über das, was er kann oder auch nicht. Ja, wir waren ja im September schon mal hier und sind dann hier auch bei Kaiserwetter spazieren gewesen. Da war es vielleicht 10 Grad wärmer. Oh ja. Aber es ist nicht unangenehm. Wir haben jetzt so 10 Grad, schätze ich mal. Ja, in der Sonne vielleicht ein bisschen mehr. Und ganz angenehm eigentlich. Es ist relativ windstill und von daher kann man perfekt spazieren gehen. Gestern Abend so gegen 5, da waren wir ja noch am Nordostseekanal in Seestedt. Da hatten wir auch 12 Grad, also ähnliche Temperatur wie jetzt. Aber das war kalt, ne? Der Wind war kalt. Oh. Durch die Dunkelheit war es auch so kalt, ne? Das war ganz schrecklich. Also hier sind Mücken in der Luft. Siehst du das? Ja. Spürst du das? Hat man so vor der Nase. So, und hier haben wir zwei Kunstwerke im Rasen eingelassen. Zum einen diese Meerjungfrau. Oder Nixe, ja. Oder Nixe. Und zum anderen dieser Mann, der das Gesicht andersrum hat, ne? So ist das, ne? Der hat den Kopf andersrum. Der hat den Kopf andersrum. Nee, nur das Gesicht, stimmt. Oder nur das Gesicht, ja. Der guckt also nicht dort, wo er die Hand hat, sondern dort, wo eigentlich der Mund ist. Joggen im Sand soll ja ganz besonders gut sein. Für die Wadenmuskulatur. Und man sieht jetzt auch wieder Hundebesitzer am Strand laufen. Die dürfen nämlich erst seit dem 1. November, glaube ich, oder 1. Oktober. Ich glaube, 1. November wieder an den Strand, ne? Ja, wahrscheinlich. Es gibt da ja eine Verordnung. November. Ansonsten in der Saison ab 1.4. wahrscheinlich, sind Hunde dann am Strand verboten und dürfen nur auf den Abschnitt gehen, der als Hundestrand gekennzeichnet ist. Und hier zur Linken, ich habe heute im Radio gehört, die Telefonzellen werden jetzt komplett abgeschafft. Also jetzt erst wirklich ganz komplett. Und was man für Erfahrungen mit Telefonzellen macht, die Frage stellte sich auch. Und viele haben beschrieben, da sind jetzt Bücher drin zum Ausleihen, zum kostenlosen Ausleihen. Ja. Hier auch, Bücherregale. Genau, Bücherbox Eckernförde. Also eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe in Telefonzellen, wenn man dann jemanden anrufen wollte, da gab das ja immer das Telefonbuch mit diesen ultra dünnen Seiten. Und dann hat man die entsprechende Stadt rausgesucht, hat sich vorgetastet bis zum Anfangsbuchstaben des Namens, den man gesucht habe. Und genau den Namen, den man gesucht habe, die Seite, die war nicht vorhanden. Die fehlte, ne? Die fehlte. Ja, da war immer was rausgerissen hin und her. Hier an diesem Abschnitt des Strandes Eckernförde, dort wo die blau-weiß gestreiften kleinen Häuschen stehen. Hier findet am 1. Januar immer das sogenannte Anbaden statt. Freue mich schon drauf, ja. Da sind wir ja hier. Da stürzen sich dann einige in die Ostsee. Egal, ob sie einen Eispickel mitnehmen müssen, um da das Eis zu entfernen oder aber nicht. Die stürzen sich da einfach rein. Und das ist schon ein schönes Spektakel. Ja. Über die Jahre hinweg sind da immer mehr Leute. Und ich weiß, dass wir hier mal waren, da waren bestimmt 300 Leute hier
Also die sind nicht alle in die Ostsee gegangen, die meisten haben zugeguckt. Ja, aber alle möglichen Leute haben ihre Thermoskanne mit heißem Tee mit oder Glühwein oder dergleichen. Also macht Spaß dann für den Moment. Ja, dass keine Saison mehr ist, das kann man jetzt auch gut an dem Parkplatz hier sehen in Eckernförde. Das ist so der größte Parkplatz, glaube ich, hier im Innenstadtbereich. Der ist in der Hauptsaison natürlich total voll. Und jetzt sehr entspanntes Parken möglich. Das orangefarbene Teil hier ist auch ein Kunstwerk. Das heißt die Brücke nach Riga. Genau. Ist das richtig? Genau, das ist die Hälfte der Brücke nach Riga. Und in Riga steht dann wohl der das Pendant. Ja. Nee, Brücke über das Meer heißt es, nicht Ach, Brücke nach mal. Riga. Ach, guck mal, noch nie gesehen. Aber das Gegenstück befindet sich in Riga, so steht es hier zumindest. Also nicht die Brücke nach Riga, sondern die Brücke über das Meer. Ist aber Teil einer ideellen Brücke, mit der ein symbolischer Brückenschlag von Eckernförde nach Riga sichtbar gemacht wird. Schön, schöne Geschichte. Wir haben das Schild nie gesehen, das ist so irre, wenn man jetzt auf einmal mit dieser Kamera hier durch die Gegend rennt, hier geboren ist und immer denkt, das ist die Brücke nach Riga. Ja. Da weiß man jetzt, dass es ein symbolisches Teil ist und ein Brückenschlag. Ja, und hier, das ist ja die sogenannte Ostseeterrasse, so heißt es, glaube ich. Das ist hier vor einigen Jahren angelegt worden. Das finde ich ganz gelungen mit diesen einladend wirkenden Sitzen. Und trotzdem das Holz ist, kann man da wirklich sehr, sehr gemütlich drauf sitzen. Und man sollte einfach viel häufiger am Meer sitzen und einfach aufs Wasser starren. Und besonders schön ist natürlich auch, dass hier der Strand geschützt wird durch diese ganzen Pflanzen hier, die hier wohl den Sand auch gut zusammenhalten sozusagen. Also wirkt gegen die Erosion. Erosion? Heißt das Erosion? Kann ich dir nicht genau sagen. Nee, gegen die Korrosion. Nee, Korrosion. Ich kann nur sagen, dass diese Hecken hier, wenn man das Hecke nennen kann, die werden alle Jahre wieder mit den abgerüsteten Tannenbäumen aufgefüllt. Genau. Hier kann man vielleicht noch erkennen, das sind ehemals Tannenbäume. Also ich glaube, mit Bodenerosion liege ich richtig. Ja, hier ist der Außenbereich der Gastronomie Land in Sicht. Ganz schöne Geschichte. Abgebaut. Hier hat man dann im Sommer, wie gesagt, die Gastronomie hier direkt auf dem Strand. Sehr, sehr gemütlich. Ganz toll. Füße im Sand, Liegestühle aufgebaut. Und sehr gut besucht. Wunderbar. Kaffee, Cappuccino, Wein oder Aperolchen kann man da kriegen. Kleine Köstlichkeiten, also ganz, ganz schön. Tolle Atmosphäre bei bestem Wetter. Und ich sehe da jemanden, ich dachte, der steht da nackig, aber es ist so eine komische fleischfarbene Jacke. Oh, die sind auch neu, ne? Diese rot- und gelb-weiß gestreiften Badehäuser. Dazu habe ich ja mal was gesagt auf einer Eckernförde-Seite. Eieiei. Ich habe gesagt, die sind schön anzusehen, aber die braucht ja wirklich keinen Mensch, diese Umkleidedinger. Ja. Da wurde gesagt, ja, sie vielleicht nicht, aber die werden sehr gut angenommen. Eieiei. Gut. Ne? Ja, das verleiht dem Ganzen so einen Charme. Charme hat ich. Das aber was für Ausgaben wieder, ne? Die man anderswo besser hätte einsetzen können, meine ich. Aber. Oh, ist das eine schöne Ruhe auf der Ostsee. Mit dem Kutter da hinten. Total schön. Ach ja, ist auch schön hier. Mhm. Süß. Das ist hier die letzte Räucherei, ne? Gewesen. Oder der letzte Fischladen überhaupt in der ganzen Förde. Gibt's ja nicht.
Das ist jetzt schon Geschichte. Der hat aufgegeben und man kann hier keinen, es gibt keinen Fischladen mehr und keine Fischspeicherei. Nein. Alteingesessener Betrieb war das, die Firma Rebin und Kruse, und ich glaube, es haperte am Nachfolger. Ja. Ich wage das einfach mal so zu sagen. Vielleicht hat es auch andere Gründe gehabt. Aber, dann können wir da gleich nochmal rumgucken. Ich habe dir doch gesagt, wir müssen uns mal Metmann anschauen. Ja. Der scheint ja irgendwas mit Fisch zu machen. Okay. Metmann war zu unserer Kindheit ein Delikatessengeschäft in Eckernförde. Da ging man immer dran vorbei und höchstens mal zu Weihnachten rein, zumindest meine Eltern. Und dann war das, glaube ich, mehr als 30 Jahre mindestens ein Mittagstisch. Frühstück und Mittagstisch. Und den gibt es jetzt offensichtlich auch nicht mehr. Da hat sich was getan und das müssen wir uns nochmal ansehen. Okay. Das wusste ich nicht. Doch. Habe ich dir auch im September schon erzählt, als wir hier waren. Ja, diesen Neubau hatten wir ja auch schon mal gezeigt. Ja. Innenausbau scheint voranzuschreiten. Ja, geht voran. Ja, dann gucken wir uns gleich mal. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Metmann. Genau. Hört ihr das? Ein typisches Geräusch am Eckernförder Hafen. Der Dreimaster Albatros ist zu Gast in Eckernförde. Ein sehr schöner alter Segelschoner. Baujahr 42 aus Dänemark. Hier haben wir ihn. Man kann sich hier bewerben und Teil der Mannschaft werden. Wahrscheinlich kann man hier auch das Segeln lernen. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Schiff. Hier haben wir das umstrittene Apartmenthaus am Hafen. Das ist in Eckernförde heiß diskutiert worden, ob das jetzt gut für die Stadt ist oder nicht. Aber das ist ja wie in vielen Gemeinden und Städten. Es gibt immer ein Für und Wider von neuen Dingen. Guck mal, das Auto kenne ich auch, das da kommt. Ja. Ich mach mal aus. Ein Blick rüber nach Borby, der ursprüngliche Stadtteil von Eckernförde. Eben gerade haben wir beobachtet, wie hier zwei Männer am Hafen entlang spaziert sind. Beide hatten ein Fischbrötchen in der Hand. Ja. Und ein Schwarm von Möwen flog diesen beiden Kerlen hinterher. Umkreiste die quasi. Und die setzten sich dann alle auf die umstehenden Laternen. Ja, Straßenlaternen. Straßenlaternen. Und warteten ab, dass die Männer dann vorbeikommen. Ja. Und dann ging der Angriff auf die Fischbrötchen los, Leute. Genau. Also falls ihr mal hier in Eckernförde seid und Hunger auf ein Fischbrötchen habt. Es ist drin. Bitte immer 360 Grad Rundumblick, ob die Möwen kommen. Die sind echt aggro hier. Aber ja, auf Sylt ist es ja auch so. Das hat man ja auch im Fernsehen schon häufig gesehen. Also hier sind sie genauso heiß auf Fischbrötchen wie an der Nordsee. Ne? Achtet auf eure Fischbrötchen. Genau. Aber macht ja auch kaum Spaß, die zu essen, wenn immer diese Akromöwen hinterher sind. Ich esse sowieso nicht so gerne. Oh ja. Jetzt sind wir angekommen an dem ehemaligen Mittagstisch Metmann. Ja. So, hier steht oben auch noch Mittagstisch. Es gibt aber immer noch Schnitzel und Rübenmus. Aber es gibt immer noch eine Wochenkarte. Hähnchenbrustfrikadelle, also doch nicht so sehr. Aber die haben Fischbrötchen. Ja. Also es gibt jetzt Mittagstisch Fisch. Und das heißt jetzt nicht mehr Metmann, sondern Metmann Fisch und Meer. Aber es gibt kein, glaubst du? Es gibt kein Frühstück mehr. Sonst war das auch immer sehr bekannt, dieses Lädchen oder dieses kleine Restaurant, Bude, wie auch immer man das nennen mag. Mittagstisch kann man sagen. Für sein Frühstück. Ja. Und Frühstück. Frühstück gibt es nicht mehr. Also das Neue an dem Konzept ist jetzt,
Es gibt kein Frühstück mehr. Und es heißt anders, aber ansonsten ist alles irgendwie gleich geblieben. Ja. Reiner heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Also das ist jetzt das Ergebnis, mein Ergebnis. Ja, meins auch. Wahnsinn, ne? So, wir machen uns jetzt auf den Weg, schießen uns unseren Elch für heute Abend. Das wird wahrscheinlich Forelle sein. Ja, genau. Wir haben Lust auf Fisch. Und dann kommt das Highlight des Abends, das darüber entscheidet, kommt es zu einem Ehekrieg oder geht dieser Abend relativ harmonisch zu Ende. Wo ich werde ein Billy-Regal zusammenbauen. Ach, es gibt doch keinen Ehekrieg, deswegen. Ich lasse dich einfach das alleine machen. Schenk mir ein schönes Glas Weißwein ein und mach die Tür zu. Du machst das schon. Ich schenke mir vorher ein schönes Glas Weißwein ein. Und wenn ich einen entsprechenden Zustand habe, dann werde ich mich daran machen, dieses Regal zusammenzubauen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich bin aber voller Tatendrang und werde mich daran machen. Viel Spaß, sag ich jetzt schon mal. Vielen Dank. Ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ja. Dankeschön für die Daumen nach oben, auch nach unten, kann ja auch mal sein. Wir nehmen Kritik immer ernst. Genau. Und versuchen, die Dinge zu verbessern, die ihr uns mit auf den Weg gebt. Ja. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Morgen, und ihr werdet es an meinem Gesicht sehen, ob Billy gepasst hat oder nicht. Ja. Also, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich morgen. Schönes Wochenende. Adios.